Servus, ich bin der Michael und ich erzähle euch etwas über den E-Cross-Bereich, den Nutzungsbereich und für wen die E-Cross-Räder was sind. Also, fangen wir an. Was ist überhaupt ein Cross-E-Bike? Ein Cross-E-Bike ist die Mitte zwischen einem Trekkingrad und einem Mountainbike. Also für den, der sowohl auf befestigten Straßen als auch auf Waldwegen oder auch mal abseits von Straßen grundsätzlich unterwegs sein möchte. Wir nehmen das Beispiel des BMCs. Hier haben wir ein eher sportlicheres Cross-E-Bike. Hier sehen wir dadurch, dass wir die Diamantform haben. Wir haben keine Straßenausstattung. Das heißt, hier orientieren wir uns doch eher an dem Offroad-Bereich. Zu beachten ist aber, dass die Cross-E-Bikes nicht für das starke, abwegige Gelände gemacht sind. So, dann fragt man sich natürlich, was macht das E-Cross so besonders? Also, im Allgemeinen ist es einfach für ein sehr breites Nutzungsspektrum gedacht. Wir haben jetzt hier zwei komplett unterschiedliche Modelle. Wir haben einmal das BMC mit einer sportlichen Ausrichtung, um auch schneller größere Distanzen hinter sich legen zu können. Oder bei dem Cube einfach ein Modell, das auch für den Alltagszweck deutlich angenehmer ist. Hierdurch eindeutig ein weiches Fahrwerk, eine Beleuchtung, eine grundsätzliche Vollausstattung, um einfach nochmal gerade mit der Damengeometrie bzw. dem Trapez einfach den Alltag leichter zu machen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der E-Cross-Bereich besonders daran glänzt, dass sie in Sachen Geschwindigkeit, Traktion und Laufruhe eine super Einheit zusammenbringen. Insbesondere hier dann einfach nochmal die besonders sportlichen Rahmen, einfach um schnell, angenehm sowohl auf der Straße als auch auf unbefestigten Wegen voranzukommen.